The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die höchste Ehre für unseren Heiland. Sagt man aber zu ihm: Was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Dann wird er sagen: Sie sind entstanden, als sie im Haus meiner Freunde geschlagen wurde. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Das Feuer, das die Gottlosen verzehrt, reinigt die Erde. Jede Spur des Fluches ist weggewischt. Ein einziges Erinnerungszeichen bleibt. Unser Erlöser wird für immer die Narben seiner Kreuzigung an sich tragen. Auf seinem einst verwundeten Haupt, an seiner Seite, an seinen Händen und Füßen sind die einzigen Spuren zu sehen, die das grausame Werk der Sünde hinterlassen hat. Der Prophet sagt, indem er Christus in seiner Herrlichkeit schaut: Sein Glanz war wie Licht. Strahlen ging aus von seinen Händen. Darin war verborgen seine Macht. Jene zerstochene Seite, aus der der dunkelrote Strom floss, der den Menschen mit Gott versöhnte. Dort ist die Herrlichkeit des Heilandes. Dort ist seine Macht verborgen. So sind die Zeichen seiner Erniedrigung auch seine höchste Ehre. In alle Ewigkeit werden die Wunden von Golgatha sein Lob und seine Macht verkünden. Das Kreuz Christi wird in alle Ewigkeit der Forschungsgegenstand und das Lied der Erlösten sein. Im verherrlichten Christus werden sie den gekreuzigten Christus schauen. Nie wird vergessen werden, dass er, dessen Macht die unzähligen Weiten im weiten Weltenraum schuf und aufrechterhielt, der Geliebte Gottes, die Majestät des Himmels, er, den die Cherubim und die leuchtenden Seraphim so gerne anbeten, sich selbst demütigte, um dem gefallenen Menschen aufzuhelfen, dass er die Schuld und Schande der Sünde trug, die Trennung vom Angesicht seines Vaters, bis das Weh einer verlorenen Welt sein Herz brach und sein Leben dort am Kreuz von Golgatha zermalmte. Dass der Schöpfer aller Welten, der Schiedsrichter über jedes Schicksal, seine Herrlichkeit ablegen und sich selbst erniedrigen würde, aus lauter Liebe zum Menschen, wird für alle Zeiten das Universum zum Staunen und zur Anbetung bringen. Wie die Erlösten aus den Nationen auf ihren Erlöser blicken und die ewige Herrlichkeit des Vaters betrachten, die auf sein Antlitz scheint, wie sie seinen Thron schauen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht, und wissen, dass seine Herrschaft kein Ende nehmen wird. Da brechen sie in begeisterte Singen aus. Würdig, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist und hat uns mit seinem eigenen, überaus kostbaren Blut für Gott erkauft. The Lord.